Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, ihr seht schon, ich lauere hier in der Ecke, damit Badru nicht abhauen kann, weil sobald er sich jetzt hier hinstellt, hoffe ich inständig, dass ich mit Here's ihm to good reden kann. times ahead. Oder Have a auch great nicht. day. Also, wir haben jetzt 6:50 Uhr am Abend und trotzdem kann ich immer noch nicht mit Badru sprechen. Also mit Scheune ist anscheinend doch nicht hier sein Zuhause gemeint, sondern irgendetwas anderes. Also ich persönlich hätte jetzt gesagt, das hier ist die Scheune, aber da habe ich ihn, soweit ich weiß, noch nie gesehen. Ja, wenn ihr einen Tipp habt, wann ich endlich mit ihm reden kann, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Im Moment bin ich echt verzweifelt, weil steht halt nur, sprich mit Badru in der Scheune. Da steht nicht wann, da steht nicht wo. Also wo schon in der Scheune, aber ja, es ist nicht kurz nach dem Aufstehen, das haben wir ja schon getestet. Und jetzt hier abends zu seiner Abendzeit ist es auch nicht. Ich verzweifle einfach nur. Ja, wir müssen uns etwas beeilen, wie ihr seht. Zwar nicht aus dem Grund, den ihr gerade seht, aber das würde ich auch gerne noch schnell mitmachen. Hier ist nämlich gerade eine Japata-Jagd dran. Oh, lauf, 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 komm. Komm, hol dir das Japata. Nein, ich kann es nicht mehr zurückbringen. Es ist nicht dein Ernst. Okay, aber ich habe 160 Tickets bekommen, weil ich jetzt versucht habe, daran teilzunehmen, so wie es aussieht. Aber wir sind noch nicht bei 500. Ich wollte eigentlich sagen, dass wir uns beeilen müssen, weil der Markt nämlich gleich zu hat. Und ich habe nämlich jetzt eben die restlichen Lampions, oder wie die What heißt, is it? geholt. Und wir müssen mit Todari sprechen. Ich habe die Glühwürmchen gefunden. Ja, das ist der. Die Antwort verstehe ich irgendwie nicht, wenn ich irgendwas gefunden habe. Das kleine Ding ist heller, als ich erwartet hatte. Danke dafür. Sollte sich Najuma wieder in die Mine schleichen, weiß ich zumindest, dass sie nicht im Dunkeln verlaufen wird. Ich habe gehört, dass sie mit diesen Trommeln eine Art Überraschung vorbereitet haben. Ja, ich weiß, ich werde sofort nachsehen, aber ich habe ja schon nachgesehen. Viel Glück, ich habe gehört, dass einige Leute es bereits herausgefunden haben. Okay. Das stimmt, das stimmt. Und mit Najuma reden wir auch noch mal kurz. Vielleicht kann sie ja irgendwas dazu sagen. Bevor die Nachricht vom Maji Market bekannt wurde, schickte mir Auni immer wieder Briefe, in denen sie mir mitteilte, dass etwas wirklich Großartiges bevorstehe. Auni? In denen sie mir mitteilte? Das ist doch ein Er. Er tat so, ja. Jetzt ist es ein Twitter. Als sei es ein großes Geheimnis, das nur er kannte. Aber ich wusste schon davon, weil der Bürgermeister meinen Vater zufällig davon erzählt hat, nachdem er zu viel getrunken hatte. Er hat meinem Vater alle möglichen pikanten Geheimnisse erzählt, einige, die er wirklich nicht zu wissen brauchte. Ja, was soll man dazu sagen? Ich finde es aber trotzdem irgendwie blöd. Ich schaue nochmal eben hier nach. Wird bei Refs Spezialitäten verkauft, steht da nur drin. Ja, ich verstehe es immer noch nicht, weil wie ihr seht, ich habe nur noch drei von diesen sieben Gerichten übrig. Und ich habe bisher noch nichts bekommen. Also, ich meine, vorher hatte ich auch 4 von 11 von seinen Gerichten. Und ich habe ja bei der, wie heißt die nochmal, Delilah, habe ich ja alle sieben Gerichte aufgekauft. Und wie gesagt, es ist noch nichts abgezogen worden. Ich verstehe es tatsächlich einfach nicht. Weil, ja, es gibt da keine anderen Gerichte. Es gibt nur die Gerichte von Rev und die Gerichte hier von Delilah. Und es wird nicht angenommen. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass das Ganze zurzeit verbuggt ist. Heute ist der 21.09., nur so zur Info. Das heißt, wenn ihr danach das dann doch funktioniert, könnt ihr mir gerne einen Kommentar reinschreiben. Weil mich nervt das einfach. Jetzt muss ich theoretisch alles nochmal neu kaufen, wenn es irgendwann funktioniert. Und ich weiß nicht, wie lange erstens überhaupt noch das Event läuft. Da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß gar nicht, ob das hier drin steht. Läuft noch 5 Tage. Okay, das hat sich dann gerade erledigt. Und zweitens weiß ich halt nicht, wann das gefixt wird, wenn das wirklich ein Bug ist, wovon ich mal ausgehe. Und ja, ich finde es halt einfach nur schade, dass ich das dann nicht mehr abschließen kann und entsprechend auch das Rezept nicht sammeln kann.
Ja, viel können wir jetzt im Moment nicht machen. Wir kriegen es ja nicht hin, mit Padru zu sprechen. Die Quest, die wir noch hatten, haben wir abgeschlossen. Und irgendwie ist jetzt das Ding auch wieder drin. Das möchte ich aber nicht drin haben. Das geht immer nur einfach rein. Glasscheibe, Silbererz und Kernholz. Kernholz ist kein Problem. Silbererz habe ich sogar noch. Glasscherbe könnte ich machen. Das müsste ich mal ranmachen. Und dann kümmere ich mich darum, dass ich die Sachen besorge. Und dann können wir die hoffentlich bald abgeben. So, ihr Lieben, ich bin wieder hier im Raum und ja, ich versuche es jetzt noch ein weiteres Mal. Es gab leider noch kein Update, aber vielleicht können wir ja was machen. Ich habe den Tipp bekommen, nochmal hier bei der Star-Tour zu gucken. Hier konnte man was lesen. Aber sie hat jetzt was genommen, aber das bringt uns offenbar trotzdem nicht weiter. Oder what's with the plug? Wordplay is not my specialty. My mother has been still. Perhaps she will know. Ah! Okay. Hey there! Du magst also Labyrinthe? Ich würde lieber Sachen so drummern. Nee, dann sage ich mal ganz genau sie auch. Oh, das ist überhaupt nicht mein Tempo. I once got... Sie ist einmal für 10 Tage in einem verloren gegangen. Ich hatte nur Glück, dass es aus Mais gemacht war. Ich hatte genug zu essen. Oh mein Gott. Okay. To make a way out. Speaking of which, I think... Oh, ich hasse das, wenn alles nur auf Englisch ist. A little Plaumhot on fire. Plaumhot. Plaumhound on fire. Love Darius being on fire. I was there from human times. I even used as a bad story. Ach, sie hat davon sogar als dieser Gesichtsausdruck. Okay. ich bin mir sicher, ich würde mich daran erinnern. Anyway. Halt mich für verrückt, but between I heard... You're mumbling and I'm caving, I think you're... also, sie sagt jetzt, sie denkt, dass man etwas, ja, on fire setzen muss. Jetzt haben wir endlich die Fackel bekommen. Oh mein Gott. Also, kann ich nicht raus? Dann versuchen wir natürlich mal, die Fackel anzuzünden. Macht er das automatisch? Ja, offenbar macht das automatisch. Sehr schön. Oh mein Gott. Also wenn das jetzt tatsächlich daran gelegen hat, dass wir das mit der Phönixstatue, dass wir das mit dem Lesen irgendwie übersehen haben, dann danke, danke für den Tipp. Das war wirklich Gold wert. Also, wir müssen links anfangen. Nach links gehen. Links, links. Und ich glaube da hinten rechts, aber da hinten kann ich jetzt nicht mehr wirklich was sehen. Was ist das denn hier? Kann man nicht... Ne? Alten Wälzer lesen, okay. Ich sehe hier keinen, aber okay. Wir gucken auch mal kurz hier, ob da noch sowas drin ist, was man finden kann. Ah, sehr schön. Da lohnt es sich doch auch nicht richtig zu gehen. Dann gucken wir hier nochmal. Moment, hier geht es jetzt aber raus. Ach so, nee, Moment, das ist ja der Eingang. Halt, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. So. Hier ist nichts in der Ecke, ne? Hier, das können wir... Ah doch, leichte Fackel können wir mitnehmen, okay. Müssen wir wahrscheinlich auch mitnehmen, denke ich mal. So, jetzt komme ich hier hoch. Oh Gott. Jetzt gibt es hier auch noch eine Jump-and-Run-Einlage, oder was? So, Moment. Oh. Okay. Ähm.
Also da muss ich das Feuer hinbringen. Das heißt dann aber gleichzeitig, dass ich hier gar nicht hoch muss, sondern hier so hoch muss. So, einmal Feuer. Ein Wandgemälde. Ach so, das haben wir uns jetzt gar nicht angeguckt, genau. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich wollte mir eigentlich alles angucken, aber das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Schauen wir mal hier auch wirklich in alle Ecken. Oh, da können wir was, können wir was kaputt machen. So, alten Wälzer lesen. Experiment 237. Könnt ihr euch gerne durchlesen, wenn ihr Lust auf so viel Englisch habt. Ich habe es ehrlich gesagt nicht. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr schade, dass man das dann so unfertig übersetzt rausbringt. Aber Hauptsache, wir können es spielen und in der Hoffnung natürlich auch, dass ihr es auch spielen könnt. Wenn ihr natürlich jetzt Probleme mit Englisch habt oder so, dann, weil da gibt es natürlich auch einige Leute, die Probleme damit haben, dann ist das natürlich ein bisschen doof mit dem... Kann man aber nicht kaputt machen oder so, ne? Dass das nicht übersetzt wurde. Ich bin doch jetzt am Ende. Komme ich denn jetzt hier hoch? Also hier könnte ich theoretisch hoch, aber... Ich muss da hoch. Komme ich nicht hoch, ne? Also ich denke mal, dass ich da hinten hoch muss, damit ich dann weiter nach oben... Ach so, Moment, da ist... Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. So. Ne, das ist aber die andere Seite, okay. Oh, oh. Ah, stimmt. Ich hatte total vergessen, dass wir auch noch das Teil haben. Nee, jetzt gucken wir erstmal das Wandbild an. Ein Wandbild, das eine starke Hoffnung auf eine andere Zukunft darstellt. So. Oh Gott. Kann ich doch mal zurück? Leute? Also ich würde gerne die Kiste holen. Das könnte ich theoretisch auch, aber danach gehe ich wahrscheinlich kaputt. Ich denke, ich muss dann wieder hier hoch. Die Frage ist nur, kann ich hier so hoch? Kann ich hier so entlang? Ja, kann ich. Okay. Oh mein Gott. Okay. Okay, dann muss ich dahin. So. Oh, je, 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 je. Ich weiß nicht, ob ich genug Ausdauer habe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wie war das mit X loslassen? Genau. Ach, du Scheiße, ihr wollt mich doch verarschen. Ich muss nicht dahin fliegen, oder? Ich kann doch hier oben hin, oder? Sag mir bitte, dass ich hier oben hoch kann. Nein, ich kann nicht da oben hin. Oh, Scheiße. Ach nein, dann fängt man auch noch wieder von vorne an. Oh nee. Ihr seid doch scheiße, Mann. Ja, genau. Was war denn das jetzt gerade? Geht's noch? Hallo? Du sollst springen. Wie wär's mit erstmal springen, bevor du das Ding ziehst? Du sollst das Ding erst dann ziehen, wenn ich drücke und nicht früher. Jetzt geht's. Und wieso ging's eben nicht? Boah. Schmeißt er mich einfach in die Lava rein hier. Okay, jetzt habe ich am wenigsten Angst vor diesem Teil hier. Dafür umso mehr Angst vor dem Teil danach. Also vor dem jetzt hier. Oh mein Gott, wie soll ich das denn? Das mit dem Timing auf so kleinen Dingern, das konnte ich immer schon so schlecht. Oh.
Alter. Echt jetzt? Oh. Okay. Wo müssen wir hin? Da müssen wir hoch. Okay. Ja, ist okay. Ich habe jetzt gedacht, das schaffst du mit einem Sprung. Aber wenn du das nicht schaffst, ist alles in Ordnung. Alles gut. Ach du Scheiße, wie hoch geht das hier noch? Okay, hier ist erstmal... Hier ist erstmal die Fackel, die ich nehmen muss. Da muss ich jetzt nach links. Also es ist nicht schwer, es ist auch nicht kompliziert oder so. Es ist nur, ne, diese Jump-and-Run-Einlagen. Man muss sie erstmal drauf haben. So, einmal Feuer. Oh, das sieht schön aus. Ah. Wieder mal ein alter Wälzer, den niemand lesen möchte, weil es auf Englisch ist. Ein Wandgemälde, das zwei lebenslange Freunde zeigt, die wieder vereint sind. Sprich mit Hassian. Wo ist denn der? Muss ich jetzt wieder komplett zurück oder was? Hassian? Wir haben ja keine Karte, ne? Ja. Theoretisch könnte ich doch an der Wand runter, oder? Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Natürlich nur, wenn ich nicht so... Ach, das ist geblockt. Nein, das ist nicht euer Ernst. Muss ich jetzt ernsthaft diesen saudämlichen Weg hier durch? Oh, aber da komme ich auch gar nicht mehr hoch. Hä? Oder muss ich sterben, wenn ich da... Ja, kein Thema. Achso, ich bin jetzt am Anfang. Ah, okay, perfekt. Oh, oh. Scheiße. Sterben wollte ich eigentlich nicht. So, wir machen es aber einfach. Wir... das sieht ja schon irgendwie geil aus. Wir nehmen den kurzen und direkten Weg. Just this once. Och, red doch einfach Deutsch mit mir, Mann. Es ist doch auch ein deutsches Spiel. I heard a noise back in the main room. Ich habe aber nicht Teil gefunden. Das macht nichts. Ich bin mir sicher, dass er am finalen, an der finalen Challenge, wie nennt sich das? An der finalen Herausforderung warten wird. Try not to cause any trouble. Trefft Hassian in der Nähe der letzten Kammer. Willst du mich verarschen? Muss ich das jetzt alles nochmal neu machen? Dein Ernst? Oder meint er jetzt mit letzter Kammer, ich soll woanders hin? Hassian, du verwirrst mich irgendwie. Wenn das Labyrinth abgeschlossen ist, kann es die Gruppe in die letzte Kammer schaffen. Hä? Was? Wenn das Labyrinth abgeschlossen ist, kann es die Gruppe in die letzte Kammer schaffen. Oder doch? Was ist denn das für ein Satz? Triff Hassian im Hauptraum, um es herauszufinden. Hauptraum ist aber nicht die letzte Kammer. Ich gehe jetzt mal kurz nach hier vorne. Moment. Da ist auf jeden Fall... Ach so, das meinen die sicher mit nächster Kammer. Ah, ja, ja, okay. Ich wollte gerade sagen, dass ich da jetzt nochmal alles rüberspringen muss. Da habe ich keine Lust drauf. Ah, Gottchen. Speak your business. Was ist mit der Tür los? Es lässt sich nicht öffnen. Es muss ein anderes Rätsel geben. Da sind Moore. Ja, wenn ich jetzt wüsste, was Braziers heißt. But I do not see any signs about the order to... Ach so, to shoot them. Okay. Maybe something with the Kitsu. Was ist ein Kitsu? Hm, ja. The murals all features are Kitsu. Sie erinnern mich an eine Geschichte, die meine Mutter immer erzählt hat. Das ist schön. Was zur Hölle sind Kitsu? Ach so, der meint wahrscheinlich hier dieses... Oh, der meint wahrscheinlich hier diese Symbole, ne? Die Frage ist jetzt nur... Welches Symbol müssen wir dafür finden?
Also, wir haben... Es ähnelt dem aber gar nicht. Also, keins von den Vieren ähnelt dem. Da hinten ist noch ein Symbol. Na gut, das ist kein Symbol, glaube ich. Hm, jetzt wird das wieder so ein Rätsel, wo ich überhaupt nichts von verstehe. Also ich denke mal, dass das wohl nur darauf bezogen ist, direkt hier in der Nähe. Aber vielleicht kann sie uns ja noch irgendwas sagen. Das wäre das Symbol von links. Hatten wir das schon mal? Wie sie wieder vereint sind. Need something smashed? Das bringt wirklich Erinnerungen zurück. Ob sie an die Kitsu-Story denkt. Oh ja, diese... Morels joggen in der Erinnerung, was? Der Kampf von Oliver. Wie ist die Geschichte gelaufen? Schauen wir mal. Eines Tages, ein junges Kitsu ist von den anderen getrennt, ist von den Eltern getrennt worden. Er irrte auf der Suche nach ihnen durch die Gegend, bis er vom Regen überrascht wurde. Kurz bevor das Kitsu aufgegeben hat, hat irgendein Galdur es gefunden. Die beiden wurden unzertrennlich. Immer wenn Dinge dunkel werden, haben sie ja sich auf sich verlassen oder so. One day the kids on the Galdur were out traveling on the Galdur. Also eines Tages sind die beiden halt wieder getrennt worden und der Galdur ist draußen verletzt worden. Sehr stark verletzt worden. Kitsu weint um seinen verlorenen Freund. Die Tage vergingen, aber er gab die Hoffnung nicht auf. Der Galdur hatte den Funken des Kitsu am Leben erhalten und dieser Funke hielt an, in der Hoffnung, dass sein Freund zurückkehren würde. Die Tränen der Kitsu sammelten sich im Galdur und eines Tages, der Galdur ist erwacht. Deshalb sagt man, die Tränen der Kitsu seien magisch. Sie stehen für reine Liebe. Nee, ich will die Geschichte nicht noch einmal hören, weil die mir überhaupt nichts bringt. Ja. Also, theoretischerweise müsste das was mit dem Symbol links zu tun haben. Praktischerweise wird das wahrscheinlich nicht so einfach sein. Natürlich nicht. Muss aufpassen, weil ich nicht mehr so viele Pfeile habe. Ach, hier ist noch was. Moment. Oh. Zwei lebenslange Freunde, die sich zum ersten Mal treffen. Ach so. Also eins... Das ist dann die Reihe, die Reise der Freundschaft quasi. Nehme ich mal an. Das ist eine Tragödie darstellt, die die Dinge für immer verändern sollte. Eins... 1, 4, 2, 3 müsste das dann theoretisch sein. Oder? Okay, das muss ich auch noch von da machen. 1, 4, 2, 3. 1, 4... 2, 3. Ja, hätte ja klappen können, ne? Okay. Die
die sich zum ersten Mal treffen. Das ist aber die 1. Moment, ich muss mir jetzt erstmal einen Zettel nehmen, damit ich das jetzt hier... Also, die 1 ist das erste Treffen. So. Dann... muss mir das jetzt doch nochmal so machen. Vielleicht habe ich dann doch irgendwas, weil ich es nicht gelesen habe, dann übersehen. Tragödie ist dann diese Zange so nach unten. Das ist doch hier, genau, das ist hier die 3. So, 3 ist die Tragödie. So. Dann habe ich da jetzt einfach nur gerade einen Gedankenfehler gehabt wegen den Zeichen. Das kann natürlich auch sein. 2 lebenslange Freunde, die wieder vereint sind. Ja gut. Moment, das ist das mit dem Dach drauf. Das ist hier das zweite, ne? Genau, 2 ist wieder vereint. Ja, oder man muss von links nach rechts. Das kann natürlich auch sein. Ich höre mir die Geschichte gleich nochmal kurz an, nachdem ich dann das letzte hier auch nochmal kurz angeguckt habe. Weil... das eine starke Hoffnung auf eine andere Zukunft darstellt. Das heißt was? Hoffnung. Oder ist das dann nach der Tragödie? Die Hoffnung nach der Tragödie, das kann natürlich auch sein. Dass sie dann damit meinen, dass die halt die Hoffnung nicht aufgegeben hat, hat sie, glaube ich, gesagt, ne? Das heißt, wir hätten erstes Treffen. Ja, was ist mit wieder vereint gemeint? Das ist jetzt die Frage. Ich würde sagen, erstes Treffen, dann passiert die Tragödie. Dann gibt sie die Hoffnung nicht auf und dann sind sie wieder vereint. Das wäre dann 1, 3, 4, 2. Wir probieren es mal. 1, 3, 4, 2. Aber der will generell irgendwie... Hä, oder muss ich da anders treffen? Ich hab nicht so viele Pfeile, Leute. Sie leuchten rosa, und nu? Achso, erkunde die finale Kammer. Ah! Haha! Okay, dann habe ich nur nicht gut genug getroffen. Ja, das ist ja toll. Wenn man nicht gut genug trifft, dann kommt man nicht weiter. Das ist ja super. Kann man hier hinter irgendwas? Nee, da kann man... So, nichts zu lesen oder so. Sieht nicht so aus. Hier kann man doch untersuchen. Unser Vertrauen kann nur an diejenigen... habe ich mich jetzt erschrocken? Weitergegeben werden, die es zurückgeben. Wagen Sie einen Sprung ins Unbekannte und verdienen Sie ihn. Wie verdienen Sie ihn? Dass ich dann sterbe, oder was? Ach du Scheiße. Ach, Tao! Hallo! Finde einen Weg über die Lava. Ja, warum auch nicht, ne? Hier ist wieder was zu lesen, aber man kann das Ding nicht benutzen.
Jetzt geht die Folge schon so lang, weil ich mich hier anstelle wie der letzte Dorftrottel. Ja, wagen Sie einen Sprung ins Unbekannte. Machen wir das doch mal. Hui! Ich sterbe! Oh! Hallöchen! Ja, wer bist du denn? Hallo! Kann ich hier nichts machen? Oh Gott, ich kann was machen. Oh nein! Oh, aber es ist nicht so durcheinander. Okay, was gehört denn wohin? Das gehört nach links, nehme ich mal an. Moment, das muss nach unten. Ja, es ist ja gar nicht so schwer. Es ist extra für die ganz Doofen wie mich gemacht. Okay. Hassian. Es tut mir leid, Hassian. Ich muss hier mal eben so als kleine Erinnerung ein Bild von machen. Jetzt können wir mit dir reden. Du hast es geschafft. Ich wundere mich immer noch, was die Kitsu hier machen. Ach, die Kitsu sind diese kleinen Füchse oder was? vielleicht mögen sie die Hitze. Das kann unter Umständen das letzte Kitsu sein. Die Menschen müssen es für einen Grund hier gelassen, also für einen bestimmten Grund hier gelassen haben. Da gibt es mehr zu entdecken hinter dieser Mysterie. Trotzdem hast du mir heute geholfen. Ich werde es nicht vergessen. Du kannst jetzt gehen. Oh, jetzt wirkt er aber richtig freundlich im Gesicht. Kannst du mich hier rauslassen? Wohin möchtest du gehen? Eigentlich will ich das mit dem Fuchs gerne nochmal sehen, aber... Warte mal. Okay. I suppose we'll cross paths sooner or later. Was ist denn das hier? Ich würde das gerne... Was ist das? Ich will da was mitmachen, Leute. Tao looks happy. Ja, das ist doch schön. Ich will wieder nach Bahari. Ja! Cool. Ich bin begeistert. Auch, dass wir das jetzt endlich mal geschafft haben. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für den Tipp mit dem Phönix. Das hätte ich wahrscheinlich sowas von übersehen. Ich gehe mal stark davon aus, dass das tatsächlich der Grund war, weshalb wir nicht weitergekommen sind. Also, dass es gar nicht... Entweder lag es daran, dass ich das gemeldet hatte. Also, ich hatte ja einen Bug gemeldet hier bei an dieser Stelle, dass sie das eventuell behoben haben. Oder aber es liegt tatsächlich, was ich eigentlich schon fast eher vermute, daran, dass man das mit der Phönix-Statue lesen musste. Was komisch war, weil ich habe dann gedacht, naja, da steht mal, halt, man soll das Wandbild angucken und nicht die Phönix-Statue lesen. Aber gut, wenn er dadurch natürlich dann sagt, hier, das erinnert mich an eine Geschichte von meiner Mutter, glaube ich, hat er da gesagt, und dann an sie quasi weiterreicht und sie sagt dann, ja, hier, nimm mal meine Fackel. So völlig aus dem Zusammenhang. Nein, aber dann ist es schon irgendwo, hat es dann doch eine gewisse Logik noch dabei gehabt. Ja, finde ich mega, mega geil. Das heißt, wir konnten hier auch endlich mal ein bisschen weitermachen. Nichtsdestotrotz, da ich leider nicht so die Quests habe, beziehungsweise im Moment eigentlich gar keine Quest mehr habe, müsste ich als einziges, also mit Badru, das ist so ein bisschen seltsam. Wie gesagt, Scheune heißt für mich eigentlich nicht das Haus, aber das haben wir ja auch schon ausprobiert jetzt. Und das hat ja auch nicht funktioniert, genauso wie ich mir das schon gedacht hatte. Für mich heißt die Scheune halt eben, das ist das, wo die Tiere drin sind, beziehungsweise, ja, man lagert da halt Stroh oder sonst irgendwas in der Regel, ne? Aber normalerweise sind halt auch Tiere drin. Und da habe ich ihn halt noch nie gesehen. Was ich mal machen könnte, ist einfach mal reingehen, ob man ihn vielleicht dann antreffen kann. Also ohne, dass man ihn niemals da gesehen hat. Das müsste ich mal ausprobieren. Das wäre jetzt noch ein Tipp gewesen, den der Epi mir jetzt gesagt hat. Weil er nicht weiß, ob er da jemals vorher reingegangen ist. Aber er hat ihn wohl dort angetroffen. Er hat das nämlich auch vor kurzem gemacht. Und ja, dann würde ich sagen, dass ich das dann auf jeden Fall in der nächsten Folge mal ausprobiere. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr happy, dass ich mit der Hauptstory jetzt erstmal weitergekommen bin. Und ich hoffe ganz inständig, dass wir auch demnächst
weitere Folgen dann auch wieder hochladen können, beziehungsweise ich wieder hochladen kann. Weil, wie gesagt, es wird jetzt ein bisschen sporadisch werden. Wenn man halt nichts hat, was man aufnehmen kann, dauert es halt noch, ne? Wie zum Beispiel Fundament der Gemeinschaft, muss ich mal gucken, das könnte ich mir noch so zusammensuchen. Wobei Silbererz natürlich ein bisschen schwierig ist, das habe ich, glaube ich, nicht mehr. Aber andere Sachen, ja, ich habe halt nicht mehr viele Quests übrig, beziehungsweise die, die ich übrig habe, da muss ich dann endlos lange für jagen. Da hatte ich jetzt am Wochenende leider noch keine Zeit zu, weil wir die meiste Zeit über unterwegs gewesen sind. Ja, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.